Hallo Leute und willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wir sind in der letzten Folge aus der Scheune entkommen und schnappen uns jetzt hier den Kopf, der uns doch gefehlt hat. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Endlich. Endlich, genau. So, jetzt muss ich nochmal kurz ins Inventar schauen, beziehungsweise wahrscheinlich sogar in die Kiste gehen. Und mal schauen, was wir noch mitnehmen können. Also Granatwerfer, Flammengranaten. Ich möchte mir das so gerne aufsparen, weil, ich weiß nicht. Krähenschlüssel, Happy Birthday, Flintenattrappe, Spielzeugaxt, Schlangenschlüssel, D-Serie Arm. Den könnte ich wieder mitnehmen. Und ich brauche ganz, ganz dringend wieder Flintenmuni. Ich meine, das kann doch nicht so weitergehen. Passen da nur 150 rein? Ja. Okay, und bei der Pistole habe ich wie viel? 30. Und da nochmal 7. Okay. So, es sieht ja so aus, als würden wir da wieder nach draußen kommen, ne? Es wird auch gespeichert. Ja, das ist nicht das draußen, was ich erwartet habe. Oh, Flintenmuni, ja, sehr schön. Sehr schön. Also, ich möchte mich jetzt echt auch gut umschauen. Soll ich ein Psychotonikum nehmen? Nee, ich glaube nicht, ne? Weil ich so gerne noch weitere Flintenmuni haben möchte. Ich habe das Gefühl, das ist normale, ne? Pistolen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin damit ein bisschen schlecht ausgerüstet. Wie viel gab das jetzt? 6 Stück? Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ob das so ausreicht? Was ist das Ganze hier? Was soll das? Was müssen wir hier tun? Hä? Kannst du da irgendwas machen mit der Kette? Oder hier? Fehlt eine Kurbel. Ach! Natürlich. Wie gut, dass wir noch eine dabei haben. Okay, immer noch alles ruhig. Keine Spur von Lukas. So, Kurbel, da ist sie doch. Rüber damit. Ich würde jetzt gerne wieder zum Wohnwagen. Also generell da irgendwie. Irgendwie wieder in die Nähe, wo ich mich ein bisschen auskenne. Nee, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Wir sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Bootshaus. Wo kommen wir jetzt hin? Bootshaus? Warum haben die hier so ein riesiges Ich komme mir. Anwesen? So, und wieder aufpassen. Ich wechsle mal kurz zur Pistole. Ob hier Fallen oder irgendwas ist. Finde ich ja auch super, die Kette hier aus. aus irgendwelchen Bojen. Bootshaus. Es wirkt aber schon ein bisschen bedrohlich hier. Moment, hier geht's hoch. Ich will mich hier natürlich erstmal umschauen, ne? Wenn da hinten das Bootshaus ist. Dann möchte ich natürlich so viel. Oh, so viel wie möglich mitnehmen. Was sagt eigentlich meine Energie? Ich bin noch grün, ne? Ja, die Frage ist. Der Lukas jetzt hier auch wieder seine Finger im Spiel. Ich probiere es einfach. Moni, ja. Also seine Finger im Spiel im Sinne von, dass hier vielleicht irgendwelche Fallen drin sind, aber ich will es nicht hoffen. So, wie viel war das jetzt insgesamt? Das waren nochmal 6, ne? Okay, das ist natürlich super. Habe ich jetzt 12? Okay. Ich nehme trotzdem erstmal die Pistole. Oh, es wird gespeichert. Wird gespeichert. Ist das hier irgendwas? Oh, hier ist noch eine Kiste. Ach so, die Kurbel. Ach, die hat er jetzt noch dabei, ne? Alles gut. Nochmal Flintenmuni. Ist das da hinten? Ach nee, das ist nur. Das ist nur irgendwie so eine, keine Ahnung, also eine Stange, an der eine Laterne befestigt ist. Ich dachte gerade im ersten Moment, dass da jemand steht. Oh, Moment, war da unten noch was? Nee. Okay. Es ist mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen zu ruhig hier. Ach so, ich hätte sowieso hier hingemusst. Na dann. Na dann machen wir uns auf den. Oh! Du bist tot. Das ging jetzt. Oh.
Ach du Scheiße. Leute, ich versuch mal was. Ihr kennt mich. Also ich meine, lieber Muni sparen, als sich da irgendeinen Mist zu stellen, ne? Also ganz ehrlich. Wow. Shit. Wow. Das ist gemein, ich habe gerade nachgeladen. Jetzt hier rein, ihr könnt nicht mal. Also ich meine, die verschwinden dann? Echt? Die verschwinden dann? Also ich meine, ganz ehrlich, mich hier jedem Kampf stellen, muss nicht unbedingt sein. Schießpulver, ja super. Oh Leute, kommt hier was Großes? Kraut, auch super. Was haben wir hier? Flintenmuni. Also hätte ich die jetzt alle getötet, ich wäre meine gesamte Flintenmuni losgeworden. So viel ist klar. Was ist das alles? Flammen... Okay, Granatwerfer mitnehmen. Okay. Dann können wir speichern. Oh nö, sag jetzt nicht, dass wir wirklich gegen Lukas kämpfen müssen. Krass. Ich hoffe, ich habe draußen nichts übersehen, nichts vergessen. So, dann schauen wir erstmal. Also, Kurbel kann weg, die Arme nehme ich mit. Na eben kurz schauen. Na, spinnt das Spiel wieder? Geht, ne? Geht, okay. So, dann gucke ich erstmal, was ich ablegen kann. Wow, das hatte ich heute auch noch nicht. Ich habe nämlich krasse Frame Drops. So, funktioniert es jetzt wieder? Ich will es hoffen. Also, was machen wir? Wir packen als allererstes die Kurbel weg. Muni, wir packen das Psychotonikum weg, weil ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass jetzt sowieso ein Kampf oder sowas kommt. Und von daher werden wir das nicht brauchen. Also, Granatwerfer haben wir noch dabei. Können wir den denn... Ach, shit, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Moment mal. Ich gehe hier nochmal eben kurz... Nein. Nein. Das habe ich jetzt weggepackt. Egal, ich muss eh gleich nochmal schauen. Nein, geh doch nicht an die Kiste. Mensch. Das hier möchte ich doch. Ich möchte doch ein bisschen kombinieren. Und zwar das hier auf jeden Fall mit... Wo haben wir es denn? Mit Schießpulver, damit ich ein bisschen Munition habe. Und was war das hier? Festbrennstoff. Ach ja, den kann ich auch... Stimmt, habt ihr mir ja auch geschrieben. Den kann ich auch kombinieren, ne? Ist aber jetzt zu spät. Brennstoff, 3 Flammengranaten. Ich könnte... Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe doch noch dieses Spaltmittel, ne? Nee, passt mal... Nee, passt mal auf. Davon haben wir 5. Wir nehmen erstmal die hier mit. So, dann haben wir davon 3, davon 5. Das sind 8 Granaten, ey. Weißt du, was soll da auf uns zukommen, was mehr als 8 Granaten frisst? Brennerkraftstoff. Ja, super. Nehmen wir auch noch mit. Und ich glaube, das war's. Und die hier packe ich dann weg. Dann mache ich das mit der, mit dem Spaltmittel doch nicht. Also, wir haben zweimal große Heilung, einmal kleine Heilung. Haben wir hier denn noch allgemein mehr Heilung drin? Sodass wir irgendwie sagen könnten, wir packen noch was dazu. Pass mal auf. Und wie mache ich das? Dass ich den hier... Wo packe ich den hin, Leute? Kann ich den... So, auf die 1. Wow. Geht da auch... Geht auch immer nur eine Granate rein, ne? Alles klar. Pistole auf der 2, den Brenner... die Flinte auf der 3. Und den Brenner auf der 4. Alles klar. So, jetzt habe ich das Messer gar nicht. Ich hoffe, dass da jetzt nichts kommt, wo ich irgendwie noch das Messer brauche. Weil ansonsten... Wüsste ich nicht, wie ich das noch machen soll. Ja, wir speichern erstmal. So. Eieiei, das kann lustig werden. Das kann echt lustig werden. Und ich glaube, je nachdem, was es ist, ist die Flinte erstmal eine gute Wahl. Sollte ich mich heilen? Ja, komm, mit dem Kleinen, ne? Also ich meine, vielleicht ist das einfach nur ein netter Raum und es passiert noch gar nichts. Also wisst ihr, so kampfmäßig, vielleicht kommt ja noch gar nichts. Ich mache mir hier schon ins Hemd. Mia! Zoe! Mia. Alles gut? Erstmal gucken. Alles gut? Mädel. Hey. Zoe? Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Ja, das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen,
Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Wie gut. Daddy? Wir haben genug für zwei. Hä? Wie Daddy kommt? Daddy ist tot. Soll ich dich auch mal losbinden, Mia, oder? Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Okay. Hast du das jetzt eben fix hergestellt, oder was? Hey, eins davon ist meins. Was? Zoe, flipp deinen Arsch zurück ins Haus! Um dich kümmere ich mich später! Alter! Was geht? Okay. So, erstmal ein bisschen. Oh, da sind Kisten. Super. Erstmal ein bisschen mit der Umgebung vertraut machen. In die kleinen Augen oder auch in die großen Augen? Das nervt langsam, Jack. Vor allem. Jack, hier. Shit. Ich bin nicht so lange gewartet. Ich weiß halt nicht. Ja, mit der Flinte auf die Entfernung ist nicht... Ah, ich kann auch nach unten, ne? Mit der Flinte auf die Entfernung ist nicht ganz so geil. Wow. Weg hier. Ich bleibe aber erstmal hier oben. Also ich denke, Augen abschießen ist schon... Ist schon eine ganz gute Sache, ne? Das schaut gut rein. Und damit trifft man auch einigermaßen. Das hat einen relativ weiten... Ja. Das hat einen relativ weiten Radius, glaube ich. Deshalb baller ich die jetzt erstmal ohne Ende rein. Und dann gucken wir mal weiter. Aber ich weiß nicht, wenn ich da nach unten gehe, ich möchte da nicht unbedingt in der Brühe liegen. Kommt schon am besten wirklich... Mit dem Granatwerfer ist doch eigentlich egal, ob ich das Auge treffe. Der haut doch so oder so rein, oder nicht? 4 Schuss noch. Wow, jetzt liegt der... Wow, jetzt liegt der hier oben rum. Ist der tot? Nee. Schön nachladen. Die war daneben. Fuck! Die war daneben, weil ich... Oh Gott, du kriegst mich ja wirklich... Ich war daneben, weil ich zu viel wollte, weil ich mir dachte... Lad nach. Ich mir dachte, Balle auf den Kopf. So, kurz heilen. Ich weiß nicht, wie viel Heilung ich hatte. Gut, eine noch. Also ich meine, komm, ich gehe auf Nummer sicher, ob Balle das in den Körper, das passt schon. So, und gleich kommt der hier dran. Wenn ich den ganz leer mache, ist mir egal. Achso, nee, Quatsch, den hier wollte ich. Nee, den hier. Nee, auf 4. Oh, Alter, geh weg. Weg von mir. Vater. Was ist? Bah. Hä? Wie leck mich? Interessiert dich das mit dem Brenner? Ich habe das Gefühl... Oh, ich muss hier hoch. Ich habe das Gefühl, das interessiert ihn nicht. Passt auf, wir gehen wieder nach oben. Ja, lauf, lauf, lauf. Sah jetzt gerade so aus, ne? Als hätte ihm das nicht wirklich... Du bist jetzt Teil der Familie. Ja, gerne. Dann behandle mich auch so. Fatih, lass es. Ich habe das Gefühl... Ich wollte ihr Vater sein. Ich habe das Gefühl, das bringt... Aua, das bringt jetzt gerade alles nicht. Bin ich tot? Nein, noch nicht. Nimm mal schnell Heilung, bitte. Wenn du aufgestanden bist. Nimm mal bitte schnell Heilung, genau. Dann geh mal weg hier. Das interessiert ihn nicht. Der Brenner interessiert ihn nicht. Shit. Doch, das hat jetzt gesessen, der eine Schuss. Lad nach. Ich habe 26. Da ist noch ein Auge. Da ist noch ein Auge. Du bist jetzt Teil der Familie. Nee, die Flinte ist doch blöd aus so einer Entfernung. Komm noch mal hoch. Da ist das verdammte Auge. Das ist abgegangen. Jawohl. Was
Hast du noch mehr? Hast du noch mehr? Komm schon. Ich weiß, ich könnte in der Zwischenzeit gerade immer die Kisten öffnen, aber... Hat der noch Augen? Oh, scheiße. Schon wieder runtergefallen. Fuck. Ja, baller die auf. Sehr schön mitnehmen. Oh, jetzt schnell nach oben. Shit, ey. Jetzt trampelt der da wieder rum. Warum ist denn der so ordinär? So, das nehmen wir mit. Wow, wo bist denn du? Alter, lass mich. Ich habe gerade keine Kontrolle über meine Tasten hier. Na, das haut schon rein, aber... Wow. Pass mal auf, wenn der hier oben ist. Spring mal runter. Oder geh runter. Geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben. Ich meine, der ist ja nicht umsonst mal oben, mal unten, ne? Oder noch? Kiste. Was war das? Alles nur Pistolenmuni, oder? Nimm nochmal die Flinte, bitte. Manchmal nimmt er das nicht, wenn ich die Taste drücke. So, Vater, jetzt... Hast du noch ein Auge? Was soll ich machen? Ich finde deinen anderen Auge nicht mehr, wenn du noch welche hast. Oh, jetzt kommt er wieder hoch, ne? Oder? Weg hier! Weg hier, weg hier. Ja, ich will auch nicht zu nah ran, weil der ja schon ein bisschen Schaden macht, ne? Da war irgendwas am Arm. Geh runter. Geh runter. Ja, spring. Das werden wir sehen. Scheiße. Was war das? Nee, ich würde gerne stillhalten. Ach, shit. Nein. Ich würde eigentlich gerne stillhalten, um kurz zu gucken, wie viel Heilung ich habe. Wow. Ja, sehr gut. Ich komme nach oben. Sehr gut. Ah, shit. Der tut das auch, ne? Ein ganz dummes Vater ja nicht. Heil dich mal bitte. Heil dich einfach. Ich bin gar nicht gut. Okay, null. Keine Muni mehr. Dafür nichts, dafür nichts. Also, wir haben noch Pistole. Damit komme ich besser, damit kann ich viel besser auf die... Naja, was auch immer das sein soll, schießen. Ja, so gut geht's auch nicht, ne? Der bewegt sich so krass. Ich bin auch doof. Aber es wird... Shit. Es wird, denke ich, auch so sein. Scheiße, jetzt komme ich da nicht hoch. Ey, lass mich vorbei mit deinem ekelhaften Schwanz hier. Ich komme hier nicht weg. Da ist nochmal Flintenmuni. Ich komme hier nicht weg. Da, in die Eier oder whatever das sein soll. Ja, ja. Da. Oh, das war gut. War das gut? Ich glaube nicht, nochmal nach oben. Also es war gut, aber... Stopp mal. Wir kennen ja Resident Evil, ne? Wenn sich der so wendet... Ah, Mist, dann habe ich einen wichtigen Moment verpasst. 100 pro. Oh, shit. 100 pro wäre gerade irgendwie der super... Super Moment gewesen, um in irgendeiner Stelle irgendwie drauf zu ballern oder... Shit. Das habe ich dann versaut, ne? Wo ist denn noch was? Dein Leben ist keine lange Pisse mehr! Ah, ich will jetzt auch nicht... Gut, ich habe noch genug, aber ich will halt auch jetzt nicht zu viel reinballern. Da, unten. In den Arm.
oder aber einfach auf den Kopf. Ja, das zieht dem so nichts ab. Du bist jetzt Teil der Familie. Geh mal bitte runter. Ja, ich weiß, du kletterst wieder. Oh, das war gerade... Der hat hier unten gerade gelegen. Das wäre, Leute, das wäre ein perfekter Moment für... Das wäre ein perfekter Moment für... Da! Für irgendwas gewesen. Ja, nice. Das ist sinnlos so. Ich muss einfach nur... Er windet sich so. Ist er tot? Ja! Alter, ich kann gerade nicht laufen. Shit, nimm mal bitte hier drei. Genau, jetzt richte dich auf. Ja, komm, richte dich auf. Sehr gut, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Soll ich ausweichen, wenn ich irgendwie auf mich rutscht? Habe ich alles gesehen. Warte ab, ich glaube, dass du noch nicht alles gesehen hast. Aber okay, so. Alter. Was war das hier? Ethan, hallo Zoe. Hier lang. Nein, jetzt. Fuck, könnt ihr mal was machen, Mädels? Mädels, bitte. Was ist das Serum an ihm? Du willst, dass ich ihn heile? Das fühlt sich dann gut an. Alter, geh weg. Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Alter, Mann. Habe ich jetzt hier wenigstens alles mitgenommen? Was hatte er da jetzt? Hier die Munition bitte noch mitnehmen. Was für ein krasser Kampf, ey. Nochmal Flintenmuni. Da komme ich sonst nicht weiter, ne? Arschloch. Wie krass. Aber gut. Wir haben es gepackt. Und haben noch relativ viel Pistolenmuni. Wie war das jetzt hier? Wie viel haben wir da? Ach, das geht doch auch noch klar. Das reimt sich sogar. Mädels, was macht ihr? Ach, da ist das Boot. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Ja, gut. Also, die Mia, die war ein bisschen komisch manchmal, ne? Aber die Zoe... Ich weiß nicht, ich muss doch meine Frau heilen. Ich kann jetzt nicht sagen, jo, ich nehme die andere. Oder? Das geht doch nicht. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Sie kann doch so kommen. Vielleicht kann man noch irgendwie was... Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Oh, hoffentlich war das eine gute Entscheidung. Spiel zu Ende, oder was? Ethan? Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Mia,
Ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? In Ordnung. Was zur Hölle war das? Oh oh. Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Okay. Mami. Spielen wir jetzt? Wie? Wir spielen jetzt Mia. Ethan? Okay. Wir spielen jetzt Mia. Ach du Scheiße, dieses Schiffswrack hier. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ich bin gespannt, was hast du im Inventar? Eine seltsame Flasche. Okay, scheint wichtig zu sein. Gut, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!